Moinsen, Freunde der Sonne. Aktuell überschlagen sich ja wirklich die Ereignisse. Es kommen ja unzählig viele neue Dinge raus. Es werden Sachen angekündigt und wir haben einfach, glaube ich, die größte Bewegung seit eh und je, was so auf dem Markt passiert, in Wheelbases, Pedale, Lenkräder, alles, was so mit Simracing zu tun hat und Rang und Namen hat, kommt auf den Markt und schmeißt Dinge raus für euch, die ihr euch kaufen könnt. Und die Auswahl ist mittlerweile so groß, dass man schon überwältigt sein kann. Ich habe das jetzt mal alles so halbwegs zusammengetragen und werde euch das in diesem Video mal so mitgeben. Ich möchte extra nochmal betonen, das sind jetzt nicht nur die aktuellen Sachen, die auf der Expo announced wurden, sondern auch die davor. Es ist jetzt alles so Ende September, Oktober ist das passiert und auf den Markt geschmissen worden. So zum Beispiel haben wir das Mosa Vision GS. Das wurde schon vor geraumer Zeit angekündigt. Man konnte das jetzt auch schon fahren bei Nitro auf dem Stand auf der Expo. Da konnte man das sehen, dass das an den Rigs verbaut wurde und man sich das anschauen konnte. Und das ist auch nicht das einzige Wheel, was so mit einem runden Display auf dem Markt kommt. Da gibt es noch andere Hersteller, die sich jetzt auch gerade oder die Idee schon vorher hatten, aber das noch nicht rausgebracht haben. Aber da kommen wir jetzt im Laufe der Zeit noch zu. Die Active Pedals, das hatten wir ja schon mal abgehandelt von Mosa, die wurden jetzt auch angekündigt für so relativ guten Preis. Also man munkelt jetzt aktuell noch so, dass das um die 1000 Euro sein soll. Ich bin gespannt, ob sie das hinkriegen. Aber auch hier muss man sagen, das ist auch nicht der einzige Player, der aktuell mit Active Pedals um die Ecke kommt, weil das werden wir jetzt hier gleich im Laufe der Zeit nochmal sehen, dass sich da auch noch was tut. Mosa hat dann noch das Porsche Wheel angekündigt, das hatten wir auch schon mal abgehandelt, da war Mosa wieder sehr, sehr schnell, also auch vor der Expo schon angekündigt. Dann kommt nochmal das ESX, kommt nochmal raus für die Xbox, das heißt, da kommt nochmal für die Konsole oder für die Consoleros was raus, was dann spezifisch für die Xbox oder kompatibel mit der Xbox ist. Und es gibt noch so kleine Goodies, die sie jetzt auch neu im Shop haben, wie zum Beispiel die Pedal Plates für die CRP2, die sie announced haben, dann das Multifunktions-Kit, was wir theoretisch benutzen könnten für ETS, da ist ja Mosa auch drin, sie haben ja auch das Wheel vor geraumer Zeit schon rausgebracht, hier ist dann quasi das passende Add-on dazu, was ich auch sehr interessant finde. Dann haben wir noch das Inversion-Kit für die Pedale, es gibt ja sehr viele Menschen, die da draußen das feiern, dass es ein Inversion-Kit gibt oder fahren ihre Pedale invertiert und das könnt ihr euch jetzt auch holen, plus die ganzen Federn, also die Performance-Kits, wie man das halt so kennt, die kann man sich dann jetzt auch kaufen. Dann hatten wir ja vor geraumer Zeit das Announcement von Simocube selber, dieser 1-Minute Trailer, wo sehr viele Leute drauf gewartet haben. Und Simocube hat diesen Monat das Active Pedal Pro angekündigt, was sehr viel günstiger ist als die alten Pedale, also die Ultimate. Du sparst da halt 600 Euro, wenn du dir das jetzt hier komplett mit Pedale, also mit Passive Pedal und Active Pedal kaufen solltest, bist du halt bei 2300 Euro, da wärst du bei dem anderen, wärst du schon ein bisschen weiter nach oben, was der Preis angeht. Bis dato sagt man sich so, das Einzige, was halt sich wohl verändert, ist halt die Last, die du draufgeben kannst. Also bei den Active Pedal Pro sind es 110 Kilo. Ansonsten ist es halt optisch ein bisschen anders geworden. Also sie haben es halt ein bisschen, ja, schlichter gemacht. Version 2 und für einen etwas günstigeren Preis. Mal gucken, ob wir dann auch die Sportvariante noch davon kriegen. Das wäre ja in dem Ökosystem von Simocube gar nicht so unüblich, weil dann würden sie sich treu bleiben. Es gibt ja jetzt auch bei den Wheelbases Sport, Pro und Ultimate. Also vielleicht haben wir noch Glück und da kommt nochmal eine günstigere Variante raus. Bei Simmagic hat sich auch sehr viel getan, denn Simmagic hat, glaube ich, den absoluten Banger released. Pedale für 200 Dollar. Und zwar die P500. So wie es aktuell aussieht, hast du die Möglichkeiten, wie man das halt von Simmagic kennt, dort alles ranzumachen. Die Motoren, also die Rumble-Motoren, sehen mittlerweile auch schon etwas anders aus. Man kann leider nicht wirklich erfahren auf der Homepage, ob das jetzt dran ist, ob man das extra kaufen muss. Ich gehe aber ganz stark davon aus, dass man das extra kaufen muss wieder dazu, weil hier die Pedale sieht man ja, dort sind sie nicht von Haus aus dran. Das wäre auch wirklich für 199 Dollar, wäre das richtig krass. Da bin ich sehr gespannt, wie die Pedale sind, denn für 199 Dollar kriegt man dann ein weiteres schönes Einsteigerpaket und könnte in der Theorie
in dem ganzen Universum beziehungsweise in dem Ökosystem reingehen und müsste nicht von verschiedenen Herstellern Sachen nehmen, wenn man das denn nicht unbedingt möchte. Also da bin ich sehr gespannt drauf, was die können. Das würde ich selber auch sehr gerne mal testen. Aussehen tun sie erstmal ganz, ganz gut. Also von der Qualität her sieht das sehr wertig aus. Muss man jetzt natürlich dann mal abwarten, wenn man das mal in der Hand hat, wie es dann um die Pedale aussieht. Aber $199 ist auf jeden Fall mal eine Ansage von SimMagic. Und SimMagic hat noch eine Ansage gemacht. Auf der Expo konnte man das wunderschöne Ding sehen. Dankeschön übrigens an Serial Driver, der so ein 8-Sekunden-Video dazu hochgeladen hat. Das packe ich euch auch gleich noch mit in die Videobeschreibung, wie alle anderen Links zu den Stores. Und so wie es aussieht, kommt wohl von SimMagic auch noch ein Active Panel. Es sieht erstmal sehr interessant aus, würde ich sagen. Wenn wir uns das jetzt hier mal genauer angucken, sieht das aus wie so ein, Containerhaus. Also, wo zwei Container übereinander gestapelt sind. Aber gut, aussehen ist ja das eine, machen ist das andere. Was ich auch sehr schön finde, ist, dass es sehr wertig aussieht jetzt so auf den ersten Blick. Also auch die Pedal Plate vorne sieht wertig aus. Hier ist jetzt nicht großartig, bis auf die Abdeckung Plastik dran. Was mir auch sehr schön gefällt auf den ersten Blick. Da bin ich sehr gespannt, wann das announced wird, dass das rauskommt, weil dazu habe ich leider so auf die Schnelle keine Informationen gefunden. Vielleicht habt ihr Informationen, die ihr teilen könnt. Dann packt das mal in die Videobeschreibung, denn wenn man danach googelt, dann, ist da nicht viel los. Dann haben wir noch von SimLab. Die haben meine Kollegen von Overtake GG, die ja immer sehr, sehr fleißig unterwegs sind, überall und nirgends und sich die ja wirklich nahezu fast alles reinziehen und immer up-to-date sind, haben mir die News zu SimLab geschrieben, denn SimLab hat auch angekündigt, dass 2025 Wheelbases rauskommen sollen. Da bin ich auch sehr gespannt, was das wird, denn dann haben sie ihr Ökosystem ja quasi auch fast abgeschlossen. Es gibt jetzt Cockpits, Wheels, Pedale und die Pedale waren wirklich gar nicht so verkehrt für den Preis. Also könnte man die Hoffnung haben, dass die Wheelbases auch solide performen werden. Aber müssen wir natürlich jetzt erstmal warten, wie es da aussieht. Und ich bin gespannt, was sich dann 2025 da bewegt bei SimLab. Dann haben wir noch unseren guten alten Player Fanatec. Fanatec hat tatsächlich das Bentley Wheel released. Für schlappe 2000 Euro kannst du dir das Bentley Wheel besorgen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen, hier der runde Display, was wir ja eben gerade schon gesehen haben bei Moser. Das hat man das erste Mal bei Fanatec gesehen, als sie dieses Wheel announced haben. Es hat jetzt auch eine Weile gedauert, bis sie ja das rausgebracht haben. Wenn ich mich nicht recht entsinne, warten wir da schon so 3 Jahre, 4 Jahre drauf. Aber schön, dass wir es jetzt endlich sehen können und dass es scheinbar fertig ist. Qualitativ weiß ich jetzt nicht, was wir uns darunter vorstellen können, aber das muss für 2000 Flöten muss das auf jeden Fall schon ganz schön was liefern. Hat er jetzt das noch nicht in der Hand? Deswegen kann ich dazu nicht wirklich viel sagen. Aber es ist schön zu sehen, dass Fanatec sich wohl aus ihrer Geschichte erholt hat und sie wieder versuchen, auf die Bahn zu kommen und neue Sachen rausbringen. Ich könnte mir fast vorstellen, dass es da noch ein paar Sachen demnächst gibt. Dann haben wir noch VRS. Das habe ich auch nur bei Reddit gefunden. So richtig, wo man das jetzt bekommen hat, wahrscheinlich über einen Newsletter wird man das bekommen haben, ist es jetzt so, dass VRS neue Wheelbases rausbringt und man das über die Software updaten kann oder freischalten kann. Das heißt, du kannst dir eine 6 Newtonmeter Wheelbase kaufen und die via Software freischalten auf eine 20 Newtonmeter Wheelbase. Ich bin mir ehrlich gesagt noch nicht sicher, was das wird oder wie das, also was der Sinn dahinter ist, aber es ist ja im Grunde genommen gar nicht so verkehrt, wenn man die Hardware zu Hause hat und dann sagt, okay, in einem halben Jahr muss ich mir nicht neue Hardware kaufen, ich kann das einfach freischalten. Und auf der anderen Seite erinnert mich das so ein bisschen an die Autoindustrie, wo ganz viele Menschen, pfiffige Menschen, sich mit Laptops in die Autos einklinken und so gewisse Dinge freischalten. Das hat ja, BMW hat das ja auch announced mit der Sitzheizung. Da bin ich nicht so auf dem aktuellen Stand, das könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, ob das wieder verworfen wurde, aber da konnte man ja Sitzheizung auch via ein Abonnement freischalten. Das geht ja auch so ein bisschen in die Richtung. Also VRS kommt jetzt hier auch auf den Markt und hier können wir mal die Preise dazu sehen. 6 Newtonmeter kosten 449 Euro, was ich relativ okay finde. Bewegt sich in dem Rahmen der üblichen Verdächtigen, die wir so auf dem Markt haben, wie Moser beispielsweise.
499 Euro für 9 Newtonmeter ist jetzt wirklich gar nicht so verkehrt. 12 Newtonmeter, 599 Euro, 699 für 15 Newtonmeter und 847 Euro für 20 Newtonmeter. Die Preise sehen wirklich sehr, sehr solide aus. Da bin ich sehr gespannt, wie das ankommt in der Community. Da könnt ihr ja auch gerne mal euren Senf dazugeben, was ihr davon haltet, die Sachen dann ja in der Software sozusagen freizuschalten. Das würde mich mal interessieren. Ich bin da weder skeptisch noch positiv eingestellt. Ich würde sagen, ich bin da sehr neutral eingestellt und würde mir, glaube ich, erstmal so ein bisschen auch das Feedback von euch einholen. Ich kann mir das jetzt selber so nicht unbedingt als sehr cool vorstellen. Man muss halt gucken, wie sich das so entwickelt, ob sich das dann nachher breit macht, ob das so ein Ding wird. Das werden wir dann mal sehen oder beziehungsweise wird sich ja die Community da mehr oder weniger zu äußern, wie wir sie kennen. Und dann haben wir noch einen weiteren Player, der ja so ein bisschen auch unterm Radar geflogen ist. Und zwar hat Conspit auch Wheelbases announced. Einmal 10 Newtonmeter und einmal 18 Newtonmeter. Qualitativ war Conspit ja immer für mich persönlich sehr überzeugend. Also ich habe ja Pedale und Wheels von denen getestet. Und voraussichtlich können wir auch die Wheelbases demnächst mal testen. Das Ganze, naja, ich nenne es jetzt mal Marketing, was hier auf der Internetseite steht, hört sich erstmal grundsolide an. Also es steht dem Ganzen jetzt erstmal nichts im Wege, dass sie gut sind. Ich bin trotzdem sehr, sehr gespannt. Wir sehen auch hier an der Seite, dass der Quick Release auch ein bisschen, naja, er ist ein bisschen anders als die anderen. Sehr ähnlich, aber doch irgendwie hat er seine eigene Note mit den Nasen hier drinne. Also ich bin sehr gespannt, was da passiert. Des Weiteren wurde auch ein neues Wheel angekündigt von Conspit. Das sieht auf jeden Fall sehr interessant und auch geil aus, muss ich sagen. Da bin ich auch überrascht gewesen, als das rausgekommen ist oder announced wurde. Denn von der Sache her, den Hau-Hub, den ich jetzt schon zu Hause hatte, der war von der Funktionalität her, war der schon wirklich sehr, sehr gut. Ich bin dann also gespannt, ob wir auch die Hände daran mal kriegen und das Ganze mal testen können. Conspit macht Angriff. Also es ist jetzt wirklich nicht so, als wenn die da nichts auf den Markt schmeißen. Und wenn wir uns jetzt hier mal das Pedal-Line-Up angucken, hat sich da auch noch was getan. Denn da wurde auch noch so ein, zwei Kleinigkeiten, wurden dann noch dran gedreht. Wir hatten ja die Light hatten wir jetzt hier. Die CPP und CGP, da wurde auch noch mal ein bisschen was dran gemacht. Das heißt, Conspit ist definitiv auch noch auf dem Markt, kommt mit weiter auf den Markt und macht auch mit Angriff. Also wie ihr sehen könnt, das ist jetzt knapp einen Monat, also heute ist Mitte des Monats, 22.10. Das ist ungefähr einen Monat an Sachen, die jetzt rausgekommen sind. Und da sind noch so ein, zwei andere Dinge in der Pipeline, wo wir definitiv demnächst uns überraschen lassen können, was da alles so passiert. Von der Sonne, ich habe ja fast eine große Sache noch vergessen. Asetek hat ja sein neues Wheel angekündigt, das Invicta Formula Buttonbox mit Display und allem Pipapo. Das sieht schon sehr interessant aus. Preispunkt ist aktuell 1,5. Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Wir können wahrscheinlich wieder alles customizen an der ganzen Geschichte. Das hat ja Asetek jetzt auch mit eingebaut über die Jahre, nachdem sie Feedback gekriegt haben. Da muss ich ganz ehrlich sagen, bin ich auch sehr gespannt auf das Wheel, was das so kann. Also aussehen tut es auf jeden Fall schon mal mega geil. Lass mich doch gerne mal wissen, ob du da draußen schon ein, zwei dieser Produkte testen konntest auf der Expo. Wenn ich was vergessen haben sollte, jetzt in dem Überblick, dann schreib das bitte gerne auch nochmal in die Kommentare rein. Ich hoffe, dir hat dieser kleine Überblick gefallen und du konntest ein bisschen was mitnehmen. Vielen Dank, dass du dir das Video angeguckt hast. Bleibt alle anständig, habt Spaß beim Simracen, genießt unser Hobby und dann sehen wir uns im nächsten Video. Habt einen fantastischen Tag. Ciao, Kakao.